Die Affäre Zimbia rietscht deckt so manches persönliches Trauma auf. Die Nachricht, dass die vermutlichen Mörder des Onkels, der für ihn wie ein Vater war, aufgedeckt sind, öffnet bei Piero Martinovic 40 Jahre nach der feigen Tat alte Wunden. Emotionell erlebe ich eben den Tag 75, wo ich damals bei Begräbnis als 20-Jähriger dabei war. Und das geht in mir. Es ist ein Tag, an dem Nikica Martinovic, jener Onkel, der sein Studium, welches er sich selbst nicht leisten konnte, finanziert hat, in einer Blutlacke liegen geblieben war. Jener Onkel, der sterben musste, weil er am Bleiburger Friedhof für die Gräber der kroatischen Flüchtlinge, die im Jahre 1945 von den Partisanen ermordet wurden, nachdem diese bereits nach Österreich ausgewichen sind, gesorgt hat. Er hat moralische Verpflichtung, der hat mir immer erklärt, moralische Verpflichtung gehabt, mindestens einmal im Jahr zu diesen Leuten ein Zeichen der Dankbarkeit zu schenken und eine Kerze und an sie zu denken und zu Gott zu beten. Und das war eigentlich Verbrechen für die jugoslawische Regime. Für ein Regime, welches durch Blut entstanden ist, mit Blut gelebt hat und in Blut geendet hat, so Martinovic. Ein Regime, welches nicht die geringsten Vorbehalte hatte, sich der Familienmitglieder seines Onkels zu bedienen. Und wenn er die Hände nicht davon lässt, sie werden ihm alles, was ihm heilig und lieb in sein Leben ist, liquidieren und am Schluss kommt er. Drohungen, die nicht nur Worte geblieben sind. Im Jahre 1968 wurde nämlich in New York sein 25 Jahre alter Sohn Franjo ermordet. Und weil Martinovic nicht aufgehört hat, den Friedhof zu besuchen, wurde im Jahre 1970 in Biograd auch sein zweiter Sohn Marian ermordet. Und dieses Bild hatten wir in unserer Familie noch immer alle, in unseren Häusern und immer. Wenn wir das schauen und denken und wie es jetzt, wo ich kann mich nicht zurückhalten. Es ist ein Schmerz, der ständig an den verbrecherischen Charakter des Regimes, welchem Janis Smeljaric treu gedient hat, erinnert. Ein Mensch, welcher anhand von Dokumenten zur Last gelegt wird, dass er den Mord persönlich bewilligt hat. Ein Mord, an welchem neben bereits aufgedeckten Agenten Hansi auch der bosnische Agent Borje mitgewirkt hat. Und im Jahr 1974 wurde er von Semlaric Udba übernommen. Und diese Dokumente sind gerichtlich vereidet worden, gerichtlich bestätigt, hier mit dem Stempel im Split um, dass es sich um Originaldokumente aus den Udba-Dossiers in Banja Luka handelt. Von Rulitz wurde aufgedeckt, dass Borje, der heute in Klagenfurt lebt und dessen richtiger Name Josip Lukenda ist, sich danach in die Familie Martinovic infiltriert hat. Fast einen Monat nach der Aufdeckung jener Dokumente, die Semlaric, der einstige Chef der Udba, belasten, dass er diesen Mord bewilligt hat, sowie aufgrund der Aktivität der österreichischen Kriminalpolizei, ist nun auch die slowenische Polizei aktiv geworden. Matej, die Hauptfrage ist, werden die slowenischen Kriminalbeamten auch Janis Semlaric verhören? Ja, noch Ende der letzten Woche hat die slowenische Staatsanwaltschaft darüber gesprochen, dass es nicht genügend Beweismittel gibt, um damit ein konkretes Verfahren einleiten zu können. Naja, aber offensichtlich hat nun der Druck aus dem Ausland das seine gemacht. Und deswegen wurde auch heute durch die slowenische Polizei Roman Leljak verhört, der dieser sämtliche Dokumente, die man in Österreich bereits hat, ausgehändigt hat. Dabei haben wir auch erfahren, dass nun endlich auch die slowenische Staatsanwaltschaft nicht tatenlos dastehen wird, sondern die Angelegenheit Semlaric als Untersuchung in Richtung einer Tat gegen die Menschlichkeit behandeln, eine Tat, die auch in Slowenien nicht verjährt. Bereits morgen werden die Freiheitlichen im Namen des Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache an das slowenische Generalkonsulat in Klagenfurt eine Protestnote überbringen. Ich bin froh, dass es zu dem gekommen ist und dass ich heute erfahren habe, dass die slowenische Polizei ein Interesse daran hat, das Verfahren mit all diesen Angaben zu beginnen.
Mich hat es nicht im geringsten interessiert, wieso dies bis dato nicht geschehen ist. Darüber, dass es nun geschehen ist, bin ich jedoch erfreut. Ich sehe es nämlich viel lieber, dass wir darüber in Slowenien sprechen, als bei der österreichischen Polizei.